Hallo, hallo und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Parfümtest. Ja, Leute, kurze Anmerkung, bevor es losgeht. Wenn ihr das Video euch anschaut, wird entweder Samstag oder Sonntag sein. Das Video ist vorproduziert. Heute haben wir Mittwoch. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe jetzt am kommenden Wochenende, also am 9., habe ich keine Zeit, weder am Samstag noch am Sonntag. Am Samstag habe ich eine Fortbildung, die dauert oder die ist ganztägig und da habe ich abends keine Zeit oder keine Lust, auch noch ein Video zu produzieren. Also infolgedessen, wenn ihr euch das Video anschaut, ist entweder Samstag oder Sonntag. Ja, ich würde sagen, wir legen gleich los. Und zwar habe ich heute einen echten Oldie zu Gast. Der ist zwar nicht so alt wie ich. Na gut, vielleicht bin ich ja doch so alt. Und zwar geht es um den Chaque Bogart oder Chaque Bogart, die One-Man-Show. Der Duft, kann ich euch sagen, der kostet nicht die Welt. Aber das ist eine absolut grüne Überraschung. Die Box sieht eigentlich sogar ganz nett aus, könnte durchaus ein Designer im dreistelligen Preis sein. Ne? Guckt euch das mal an. Chuck Bogart, One-Man-Show. Der Duft, pardon, der hat mich, ich glaub, 13 € gekostet. Also absolut im erschwinglichen Bereich. Und ich muss dazu sagen, gut, der Flakon. Guckt euch das mal an. Da ist also der Sprüher integriert, ähnlich wie bei dem Versace. Und zwar, mal überlegen. Komme jetzt nicht drauf. Ja, bei Versace definitiv. Da habt ihr auch diesen Sprüher integriert in der oder in der Kappe integriert. Jo, 1980. Wenn wir jetzt einen kleinen Zeitsprung machen in den 80ern, also genau 1980, da war ich bei der Bundeswehr und da habe ich noch nicht so viel mit Parfüm am Hut gehabt. Das eine oder andere Mal Kontakt schon durch meinen Beruf. Aber ich habe also während meiner Bundeswehrzeit, da habe ich andere Sachen im Kopf gehabt, vor allen Dingen, was ich da an frischen Düften gehabt habe oder an frischen Sachen, das waren frische Aftershaves. Ich habe in der Zeit hatte ich Tabak, ich hatte Old Spice, das waren so die gängigen Teilchen. Da habe ich die EDTs, die habe ich eigentlich muss ich sagen, recht gefeiert. Waren oder sind heute noch. Sind es klasse Düfte oder klasse Aftershaves? Da könnt ihr im Grunde genommen nichts falsch machen. Absolut männlich, maskulin und richtig oldschool. Und der hier, der ist auch oder soll auch oldschool sein. Ich muss dazu sagen, ich habe weder den noch die Kuba-Düfte. Ich habe die ausgepackt, aber ich habe die noch nicht gesprüht. Also, das ist jetzt quasi eine Premiere. Der Duft, wie gesagt, ist in den 80ern rausgekommen von einem Jacques Bogart. Also das ist wohl entweder ein Designer, ja, muss ein Designer sein. Okay, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum rum, wir legen los. Und der Duft ist, boah, okay, der Duft ist ein, ich habe natürlich logischerweise ein bisschen in Parfumer gegoogelt,
Das ist ein frisch oder zitrisch, frisch grüner, grün-würziger Duft, könnte man sagen. Jetzt heutzutage auch mehr synthetisch wohl. Aber der Duft haut mich echt um. Er bekommt also sofort was Würziges. Der hat meines Wissens nach der Basilikum in der Kopfnote. Also da bekommt er so ein Pizza-Vibe. Nee, es ist grün, auf jeden Fall grün, frisch, zitrisch. Ja, laut, dann kann ich euch ein bisschen sagen, was der drin hat in der Kopfnote. Ja, habe ich mir noch so in Erinnerung behalten. Basilikum, italienische Bergamotte, Galbanum, Grapefruit, Ylang Ylang, Jasmin, Rose. In der Herznote Weihrauch, Libanon-Zeder, Patchouli, Muskat, Sandelholz, Basis, Labadanum, Zistrose. Also der Duft, das kann ich euch sagen, der ist richtig geil, ja. Das ist auf jeden Fall ein, würde ich sagen, pardon, ein toller Duft für, würde ich sagen, fürs Frühjahr, Sommer. Könnt ihr wahrscheinlich vielseitig einsetzen, auch denke ich mal, ohne Probleme ein Büroduft. Also ich bin jetzt von den Kopfnoten bin ich echt überrascht, weil der hat also schon ein bisschen was Besonderes. Ich weiß nicht, was es ist, ob das, wie gesagt, an dem Basilikum liegt. Also das ist definitiv ein Oldschool-Duft, definitiv. Der erinnert mich auch irgendwie ein bisschen, nicht falsch verstehen, oder wenn ihr, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht das Irish Moss? Also irgend so Eichenmoos, Vetiver, würde ich da jetzt noch hinein interpretieren. Ich muss den natürlich noch intensiv testen. Ich habe den jetzt, wie gesagt, heute Premiere, erste Mal gesprüht. Ansonsten kann man jetzt natürlich noch nicht nichts, oder ich kann noch nichts zur Haltbarkeit sagen. Ich werde den Duft vielleicht intensiv nochmal testen. Aber was ich jetzt schon vorab sagen kann, er ist nicht so stark. Also der Duft wird wahrscheinlich relativ, denke ich mal, relativ körpernah. Also da ist nichts groß, glaube ich, mit Silage. Also ich muss jetzt schon den Streifen recht nah dran heben. Der Duft ist schön, absolut. Für das Geld kann man eigentlich im Grunde genommen nichts falsch machen. Das ist, wie gesagt, ist ein absolut frisch grüner Duft. Bloß was mir jetzt hier nicht gefällt, da muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wer von euch den Duft hat. Eben. Wie gesagt, der Sprühkopf, der sitzt im Deckel drin. Ja, gut, wie gesagt, es ist ein 80er Jahre Duft. Und ich habe auch wohl nachgelesen, dass er ziemlich verwässert worden ist. Mag sein. Entschuldigung. Aber der Duft da hat irgendwas, hat er drin. Also nicht nur diese Gewürze. Der Duft ist absolut, ist ein interessanter Duft, und das für das Geld. Müsste mal gucken, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, der Kai Potten, der hat den auch mal getestet.
Auf jeden Fall eine Empfehlung. Mit dem Duft könnt ihr eigentlich im Sommer könnt ihr da nichts falsch machen. Das ist ein, wie gesagt, ein grün-würziger Duft. Muss gerne mal sprühen. Ja, wie gesagt, Silage ist jetzt nicht so stark, vermutlich. Aber wenn der Duft mal ein bisschen abgetrocknet ist, das geht recht schnell in die Herz- und in die Basisnote über. Dann habt ihr ein bisschen was frisch, erdig, holziges. Ja, geht fit der Duft. Ich werde nochmal die, aber das wird definitiv erst nächstes Jahr. Bogart, die haben ja noch andere Düfte im Portfolio drin und die werde ich mal nach und nach. Ich werde mal den erst nochmal, wie gesagt, wie der auf der Haut ist, weiß ich nicht. Das werde ich nochmal in Dings in aller Ruhe testen. Aber wie gesagt, was ich jetzt schon sagen kann, der Duft ist interessant. Also es könnte durchaus eine Nischenmarke sein. Ich meine, zitrisch, frisch, frisch, zitrisch, aquatisch, das gibt es an jeder Straßenecke, wenn ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt darstelle. Aber der Duft hier, der hat durch diese, ja, das ist hat so ein richtiger Oldschool-Duft. Der ist richtig Oldschool. Jetzt fällt mir es übrigens wieder ein. Hat vorhin, war ich total auf dem Schlauch. Der hat Ähnlichkeiten. Mit Ähnlichkeiten der Sprüher, der Duftkopf mit dem Versace Setrima. Und der Setrima ist ja auch so ein Oldschool-Ding. Und der hat auch ein bisschen blumig würzige Noten drin. Also wenn ihr auf Oldschool-Düfte steht, holt euch den. Ich denke, da kann man nichts verkehrt machen. Gut, wie gesagt, wenn er jetzt eine, sag ich mal, eine begrenzte Haltbarkeit hat, dann müsst ihr halt nachsprühen. Aber der Duft hat definitiv was. Aber man muss dieses Würzige, das muss man natürlich auch mögen. Also ich muss sagen, ich bin ja eher so auch der frisch, fruchtig, süße Typ. Aber ich mag durchaus im Sommer mag ich auch richtig zitrische oder ich sag mal richtig zitrisch-holzig, also irgendwas, was richtig erfrischt. Und ich glaube, der geht in die Richtung. Es könnte auch ein Duft sein, wie gesagt, der locker wesentlich mehr kostet. Perfekt, geht fit. Also verfolgt auf jeden Fall meine nächsten Videos. Ich werde den definitiv testen. So, dann habe ich in dem Video habe ich gedacht, teste ich mal die Zigarren, die Havannas oder Kubas. Da riecht da noch nichts. Also eins muss ich sagen, die Hülle, die Verpackung, da gibt es übrigens, gibt es auch, glaube ich, noch 50 oder 100 Milliliter. Das sind dann die ganz fetten Trommeln, aber ich finde die fast interessanter. Warum? Die könnt ihr überall mitnehmen. Überall. Die könnt ihr in eure Jeanstasche oder was weiß ich, in euer Handtischchen, könnt ihr die verstecken. Und es guckt euch jetzt mal an. Das ist richtig, es ist geil gemacht. Das muss man schon sagen. Das muss man lassen. Die haben den Sprühkopf. Das ist absolut geil gemacht. Ja, wir fangen mit dem Schatten, mit dem Shadow an. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das soll ein blödes Chanel-Klon sein. Jetzt gucken wir mal. Da ist der Sprüher. Ich kann mal gucken, habe ich den? Oh ja, ich habe das da vorne hingelegt. Okay. So. Blöde Chanel kennt jeder. Und jetzt gucke ich mal, wie der rüberkommt.
sprühe es erstaunlich gut. Also gefällt mir besser als bei dem Bogart. Und er ist definitiv besser, kann ich euch jetzt schon sagen, als der Lidl-Klon vom Bleu de Chanel oder Bleu Chanel. Kleine Wortspielerei. Geiler Duft. Den könnt ihr. Also der Sprüher ist exzellent. Der hat einen breiten. Also der Zerstäuber ist extrem gut. Das kann man definitiv sagen. Ja, ein absolut geiler Duft. Geht in Ordnung. Könnt ihr, wie gesagt, im Sommer packt ihr euch das Ding ein und da seid ihr, also wie gesagt, Haltbarkeit kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber wenn der 2, 3 Stunden hält, ne? Ich habe für das Teil habe ich knapp einen Fünfer bezahlt. Der ist okay. Der ist absolut okay. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr euch das Teil einsteckt im Sommer, sprüht euch das, könnt ihr im Büro drauf sprühen. Ihr könnt die Teile auch verschenken, da macht ihr nichts verkehrt. Also zumindest jetzt bei dem, wie gesagt, das ist der Shadow. So, dann probieren wir mal gleich den. Den Kuba Gold, das soll ein Lemal-Klon sein oder geht in die gleiche Richtung. Ähnliche Präsentation der Zigarrenhülle. Also die Dinger sind schon geil gemacht. Also ich bin dann normalerweise nicht so ein Freund davon, so Kitsch, gell? Aber in dem Fall muss ich sagen, da haben sie sich mal was einfallen lassen. Ich weiß gar nicht, von wem die vermarktet werden oder wer die vermarktet. Steht von Freck Lux. Sagt man nix, sagt man nix. So, Entschuldigung. Wie gesagt, das ist ein Lavendel-Vanille-Teil. Der hat also oder soll Ähnlichkeiten haben mit dem Lemal. Gleich mal aufsprühen. Auch hier Sprüher exzellent. Und der wird auf jeden Fall, kann ich euch sagen, besser als der Larif. Super. Also ihr bekommt was frisch Zitrisches im Opening, in der Eröffnung. Und dann in der Basis bekommt ihr Lavendel und natürlich dann in der Herznote habt ihr dann ein bisschen vanillig, was Vanilliges. Es ist ein sehr, ja, ich meine, ein sehr linearer Duft. Aber genau kann ich euch das jetzt auch nicht sagen. Da müsste ich, wie gesagt, warten, bis die Dinger abgetrocknet sind. Und dann kann ich das 100%. Ich werde jeden Duft, werde ich definitiv nochmal einzeln testen. Aber jetzt guckt euch mal das. Also das ist doch geil, geil gemacht. Entschuldigung. Kuba Gold. Ah. Also der Duft geht definitiv in Ordnung. So, als nächstes habe ich hier einen Gewinner. Der soll mit dem Lemal, Lemal hatten wir ja eben, mit dem Invictus vergleichbar sein. Ich meine, wie gesagt, die Hüllen überall ähnlich. Die Zigarrenhüllen.
Also ich bin, wie gesagt, ich bin von den Düften, was ich jetzt habe, wie gesagt, angefangen von dem Bogart bis hin da zu dem Kuba, die sind definitiv nicht schlecht und ich glaube sogar, die dürften vermutlich sogar noch ein bisschen besser sein als die Larif. Also ich habe jetzt hier bei den Kubas, Entschuldigung, bin etwas heiser. Ich glaube, bei mir fängt es schon wieder an mit der Dings, mit der Erkältung. Ich habe seit gestern Schluckbeschwerden, sorry. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt weder bei dem Bogart noch bei den anderen beiden ist eine übermäßige Synthetik drin. Das sind natürlich logisch, das sind ja, so geht's was. Synthetische Düfte. Aber wenn ich das jetzt, wie gesagt, wenn ich das jetzt mal so salopp sage, also alle Düfte, die jetzt in der Kopfnote gerochen habe, das sind keine rein synthetischen Düfte oder synthetischen Noten, die ich jetzt rieche. Natürlich ist es Synthetik, aber halt sehr gut gemacht dann. Wie gesagt, der Sprüher, der gefällt mir fast am allerbesten. Pardon. Leute, der Duft ist geil. Also, der gefällt mir sehr gut. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich ein großer Invictus-Fan. Zitrisch, Grapefruit, Mandarine. Mal gucken, ob ich da was finde. Ja, aquatisch, holzig. Also der gefällt mir hier am besten. Also die anderen, die sind auch nicht schlecht. Wie gesagt, wenn ihr euch die Düfte, die könnt ihr euch für, wie gesagt, die Fünfer, könnt ihr euch die ins Geschäft legen oder wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Ihr geht abends irgendwo in den Club oder was weiß ich, geht essen, dann steckt ihr euch das Ding in die Hosentasche und habt dann den ganzen Abend im Prinzip, habt da sogar noch ein paar Lacher auf eurer Seite, wenn ihr das Ding rausholt und fangt da im Restaurant oder was weiß ich, irgendwo, wenn ihr was trinken geht, fangt ihr euch da an rumzusprayen. Ich finde, das ist klasse, geiles Teil. Ihr könnt hier nichts falsch machen. Für das Geld schöne Düfte und wem es gefällt, der kann sich schon sogar die große Version holen. Also wie gesagt, ich finde den hier finde ich am allerbesten. Der hat eine recht dezente Kopfnote und ist, wie gesagt, wenn man den soll ja ein Invictus-Klon sein. Ich mag ja sowieso Invictus. Gern diese Duft-DNA, aber der hält sich relativ gut zurück, ist nicht zu süß, ist frisch, zitrisch, der macht seinen Job. Aber wie gesagt, der hier, der ist sehr interessant. Also da müsst ihr den mal euch selber holen, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ansonsten, wer meinen Kanal noch nicht abonniert habt, holt euch einfach oder abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns ganz einfach zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.